An diesen Anblick werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Seit dem 27. April sind die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern dazu verpflichtet, auch beim Einkaufen in Geschäften einen einfachen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Am Tag 1 der Maskenpflicht versuchen sich die Schweriner mit ihrem neuen Kleidungsstück im Gesicht anzufreunden. Einige finden das Tragen der Maske noch ziemlich befremdlich. Wir sind gerade aus der Straßenbahn ausgestiegen, wollen in die nächste einsteigen. Gewöhnungsbedürftig, aber... Und dann haben wir sie gleich anbehalten. Man macht es. Tja, nee, das muss schon sein. Vorsicht. Ich war in einem Geschäft vorhin. Meine Brille beschlägt leider ein bisschen wegen der Maske, aber das ist schon okay. Es wird bestimmt ungewohnt sein. Wir wollen in eine andere Geschäftsrunde rein. Mal schauen. Inwiefern die neue Verordnung sinnvoll ist, darüber gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ich finde es gut, weil es dem dient, einfach sich selbst und andere zu schützen. Ich denke, es hindert erstmal eine Ausbreitung oder eine schnellere Ausbreitung und deswegen finde ich, ist es nicht verkehrt. Es ist angeordnet und dann werde ich das auch tun. Und ich denke mal, jeder sollte auf sich selber achten. Ich finde, dass die Maßnahmen eben in keinem Verhältnis zu dem stehen, was hier weltweit passiert. Es passiert ja jetzt nicht nur hier in der Bundesrepublik, es passiert ja weltweit. Es wird alles kaputt gemacht. Ich halte viel davon, dass man sie beim Einkaufen in den Geschäften trägt. In Bussen und Bahnen natürlich, aber sobald man irgendwo in der Natur ist oder mit Menschen weit von einem weg sind, dann ist es nicht nötig, finde ich. Auch wenn sich an der Maskenpflicht die Geister scheiden, halten sich dem ersten Eindruck nach die meisten Menschen daran. Die Maskenmodelle reichen dabei von medizinischen Einwegmasken über selbstgenähte Stoffmasken bis hin zu umfunktionierten Tüchern und Schals. Ich finde es sinnvoll. Deshalb haben wir uns die genäht und gab ja nirgends welche erstmal. Und es geht ja für die ganze Familie gleich mit. Meine Mutter ist in Selbstproduktion gegangen, deswegen ich habe 4 oder 5 Stück zu Hause. Okay. Und nutze sie auch immer, wenn ich einkaufen gehe oder öffentliche Verkehrsmittel nutze. Jetzt ja, natürlich muss ich es, aber ich hätte es auch so getan. Ich habe selber genäht, deswegen stehe ich auch hier vor diesem Laden. So, das ist die erste aus Stoffresten. Ja. Und ich habe noch andere Fabrikate jetzt gemacht. Das ist meine Sportmaske. Ach so, okay. Das ist ja hier so ein Metzbeck-Tuch. Ja. Das Tuch habe ich mir rausgesucht. Alle haben eine Maske auf jeden Fall. Und wie gesagt, die meisten sind mit Schal hochgezogen. Und der andere Teil ist eben mit selbstgenähten Masken hier rein spaziert, genau. Die neue Regelung betrifft ja den Einkauf in Geschäften. Aber wie sieht es eigentlich mit den Shoppingcentern in Mecklenburg-Vorpommern aus? Dürfen auch diese nur mit einer Maske betreten werden, wie beispielsweise in Hamburg? Da haben wir heute auch Gott sei Dank das Feedback schon aus der Stadtverwaltung bekommen, dass also aus ordnungsrechtlichen Gründen das Maskentragen beim Einkauf für Kunden und Verkäufer verpflichtend ist, aber beim Betreten der Shopping Mall eben nicht. Das heißt, gerade insbesondere, wenn wir Parker haben, die nur durchlaufen durch das Center in Richtung Marienplatz oder auch Dienstleister, Lieferanten, müssen die nicht zwingend Maske tragen, sondern erst, wenn sie die Geschäfte direkt betreten. Als Fazit: An den ersten Tagen der Maskenpflicht waren die Schweriner und Schwerinerinnen diszipliniert und den neuen Vorgaben entsprechend unterwegs. Deutlich wurde auch, viele Menschen machten aus der Not eine Tugend und trugen selbstgenähte, farbenfrohe Masken.